Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. So, wir haben jetzt im Livestream ja das hier quasi nach oben geschossen und ich würde jetzt mal Folgendes tun und zwar, das können wir behalten, das ist, beziehungsweise das Subassembly haben wir eh zur Seite gespeichert, also quasi die Falcon 9 mit ein bisschen Boostern dran und obendrauf hatten wir jetzt die Minmus Station und jetzt würde ich gerne, ein neues Gerät bauen, mit dem wir, ja, mit dem wir was denn? Mit dem wir eigentlich die Sachen zusammenbauen können im Orbit, ne? Also die Sachen sammeln können und dann anbauen. Kommt man dann zu dem Ding hier raus? Ich glaube, müsste man, ne? Zum Cockpit. Zum Cockpit müsste man rauskommen. So, und zwar haben wir uns ja diese Grabbing Unit gekauft. Oder erforscht, besser gesagt. Und die Idee wäre, dass wir uns quasi ein kleines Raumschiff basteln. Wobei hier ein Satellit fast sinnvoller wäre, aber auf der anderen Seite, wir müssen ja noch einen Ingenieur haben, der es zusammenbaut, ne? Also brauchen wir wohl das hier, Life Support Container. Zack. So. Dann brauchen wir eine Batterie, damit man ein bisschen Strom speichern kann, wenn es mal dunkel wird. So. Und das Ganze heißt dann natürlich der Greifer. So. Jetzt überlege ich noch, kriegen wir irgendwie sinnvoll. Das mit der Probe ist natürlich wieder doof, ne? Na gut, aber dann können wir wieder unseren guten alten Korb-Trick machen. Wo ist er denn? Da. Zack. Dann bauen wir hier einfach einen Probe-Core rein, der uns die Manöver gibt. So. Dann können wir hier nämlich einen Ingenieur reinsetzen, der das Basteln übernimmt. So, 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 so. Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Eigentlich muss das Ding gar nicht groß, groß sein, denn wir müssen ja nur ein bisschen im Orbit rumdüdeln können, ne? Da hat das 2000 Delta V. Ist eigentlich völlig ausreichend. Das Monopropellant können wir rausnehmen. Das brauchen wir nicht. So, und wie viel lange kann man dann damit durchhalten? 300 Tage. Und dann müssen wir uns mal irgendwie mit einem anderen Raumschiff halt anbiedern und zurück. Oder wir fliegen dann zum Space Truck oder was auch immer. So, und das Ding wiegt jetzt 4 Tonnen. Das ist natürlich sehr easy peasy. Sehr angenehm. Für die Kiste hier. Und kostet quasi auch nichts, ne? Sehr schön, dann brauchen wir noch ein bisschen Strom. Und dann war es das auch schon. Zack. Das Ding hat ja, glaube ich, genug Torque, oder? Ja, 10 sollten reichen. So. Action Groups noch belegen. Wir nehmen die gute alte Licht-Action Group und dann machen wir Toggle Panels und ja, fertig. Fertig, fertig. So, und dann kommt eigentlich schon das hier drunter, wa? Jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd von der Optik her. Wir könnten jetzt natürlich noch sagen, so Mensch, lass uns das hier reinpacken. 4 Tonnen vorher. So. Zack. So, jetzt hat es 6000 irgendwas Delta V. Das heißt, wir können eigentlich die Dinger hier locker flockig wegpacken. Ja, das müsste ohne funktionieren. So, und hier haben wir immer noch das Problem, dass wir nichts haben, um das sauber zu landen. Achso, und wir brauchen das da auf jeden Fall nochmal mit einer Antenne versehen, dass wir notfalls der Relay sein können.
hier hinten ran. Zack. Oh. Eine hätte es auch getan, glaube ich. Zack. Und dann rotieren wir die noch ein wenig. Und dann schieben wir sie noch ein wenig. Ja. So. Kann das der Relay sein? Und dann kommt da ein Herr Ingenieur rein. Wer war denn noch nicht? Der Christoph Körmann. Der hat es, glaube ich, nötig. Der kann mal ein bisschen was tun. Und wir brauchen für den auf jeden Fall noch ein Werkzeug. Liefer-Items, einmal Werkzeug. Und ich glaube, das ging wieder nicht, ne? Ich versuche es jedes Mal wieder. Aber ich glaube, das Eva-Pack kann man hier nicht reinpacken. Ne. Das geht nicht. Na gut. Ist auch nicht so wild. Ging hier ein Docking-Fort rein? Ging, glaube ich, auch nicht, ne? Ne. Schade. Aber an der Station, wo wir es anbauen wollen, sind Docking-Ports mit dabei. Das ist also nicht so wild. Okay, dann haben wir 5800 Delta V. Damit sollten wir locker flockig nach oben kommen. Kann ich hier schon die Einstellung machen? Nee, kann ich noch nicht. Aber das können wir diesmal schon am Boden vorbereiten. So, dann gab es hier irgendwo, die Antenne ist dran. Und jetzt gucken wir nochmal wegen den Beinen. Aber ich, wie gesagt, das geht, glaube ich, einfach noch nicht. Die sind noch nicht lang genug. Nee. Es ist schade. Es ist wirklich sehr schade, aber sind einfach noch nicht... Noch nicht lang genug die Beine. Wir könnten natürlich ein bisschen cheaten. Das klingt jetzt verwerflicher, als es gemeint ist. Ja. Nee. Absolut, genau. Guck mal, wie viel geht noch? Ein bisschen was. Wenn wir die jetzt so richtig drin versenken. Dann wiederum würde es natürlich mit den Beinen hinhauen, oder? Hopp. Auch immer noch nicht. Da müsste ich sie echt verschwinden lassen. Ne? So. Oder aber... Jetzt wartet mal, wir haben ja hier die Dinger. Zap. Weil wir sind eigentlich kurz davor mit der Falcon. Das wäre jetzt gelacht, wenn wir das nicht noch hinbekämen. Irgendwie. Irgendwie muss es hinhauen. Ich hätte gern so. Ah. Vielleicht gibt uns das ja die paar Zentimeter, die gefehlt haben. Ja, das rotieren wir gleich noch zurecht. Jawohl, dann, ja, dann säbelt es uns die Dinger halt ab, ne? Im Landeanflug. Ja, das bringt's auch nicht. Das, die sterben eh weg. Wir müssen die anklappen können oder halt nicht. Okay, also gibt keine Landebeine. Das heißt, wenn, dann muss es halt ganz vorsichtig passieren. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Und der Christoph wird der Erste sein, der was einfängt im Orbit. Hoffentlich. Triebwerke, zack, zack, zack. Dann gibt's hier die Abspaltung. Jawohl. Und vorher gibt's noch das Fairing weg. Und dann gibt es noch das Triebwerk. Jawohl. Gut, das sieht okay aus. Und wie gesagt, ne, das Raumschiff ist nicht da. Das soll im Orbit rumschlawenzeln und dann irgendwo mal andocken gehen und dann kann er umziehen. Okay. Der Greifer geht an den Start. Mal gucken, wie gut das funktioniert. So, was wir jetzt mal gleich machen, ist die blöden Fallschirme vorbereiten. Auf jeden Fall die hier weg. So. Und dann müssen wir noch
einmal die Dinger einstellen. Ach, seht ihr, ich wollte eine Action Group eigentlich damit belegen, ne? Das machen wir jetzt auch gleich mal. Das machen wir gleich mal. Das ist nicht schon wieder anfangen damit, das alles händisch zu tun, sondern wir belegen sauber Action Groups. Wir belegen sauber Action Groups, weil es das Leben doch ein bisschen einfacher macht mit den ganzen Fallschirmen. Da muss ich es nicht tausendmal drücken. So, und zwar machen wir auf der Bremse alle Fallschirme rein. Arm Parachute. So, zack. Arm Parachutes. Ist das jetzt alle 8 gewesen? Ja, ne? Ja, sieht gut aus. So. Cancel. Nee. Okay. Target Main Shoot, Single Shoot, Triple Shoot. Triple Shoot kann man auch machen. Ist ja witzig. Das muss ich mir auch mal in Ruhe angucken, glaube ich. Aha. Okay. Super. Aber jetzt gerade nicht. So, damit kann ich sie dann mit der Bremse, was total sinnig ist vom geistigen Bezug, hoffe ich zumindest, alle scharf machen. Der Christoph sitzt immer noch drin und dann versuchen wir es nochmal, würde ich sagen. Genau, bevor uns das hier alles auseinanderbröselt. So, und dann können wir die nämlich einmal direkt voreinstellen und ich muss dann nur noch nachher die Bremse drücken. Und alle Fallschirme sind scharf. So, Toggle-Info. Altitude, dann hatten wir irgendwie so 7000 Meter, glaube ich, gehabt. Und 4000. Copy to alle Shoots. So. Und dann für die Großen machen wir wieder unser 3,5. Das hat sich ja eigentlich ganz gut bewährt. Da wir viel Masse abzubremsen haben, gehe ich jetzt hier einfach mal auf 1000 hoch. Zack, zack, fertig. So, dann sind die nämlich eingestellt. Und wir können dann tatsächlich mal versuchen, die Falcon zu retten, statt sie wieder irgendwo zu versenken. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass hier irgendwas kommt. Tanbar's Craft. Was ist denn Tanbar's Craft gewesen? Tanbar's Craft war so eine Wohndose. Damit können wir ja mal anfangen, oder? Damit könnte man mal anfangen. Das ist jetzt gar nicht so weit von uns weg. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt und gucken mal, dass wir Tanbar's Craft als erstes einfangen können. Mal sehen, ob das funktioniert. So wie gedacht. Judy. Voller Schub, voll geradeaus und los geht's. Also, die Basteleinheit ist jetzt eher so eine nette Nutzlast und mir geht es eigentlich auch darum, jetzt wirklich mal zu gucken, ob wir das mit der Falcon sauber hinbekommen. Weil die ist natürlich relativ interessant jetzt. Dass sie jetzt wirklich mal nur eine kleine Nutzlast nach oben schiebt. Meine Güte, schweres Wort. Und danach nicht mehr ganz so schlimme Dinge tun muss. So. Und diesmal haben wir auch durch einen Ingenieur die ganzen Engineering-Sachen dran. Yay. Wobei ich immer noch ein Körbel-Engineer-Ding reinschrauben sollte. So. Das sieht aber ganz gut aus. Jetzt hoffentlich flippt die nicht wieder, so wie letztes Mal. Da hat die irgendwie plötzlich angefangen, komische Sachen zu machen. Nicht übertreiben. Steuern. Zack, da haben wir. Jetzt taucht es hier hoch. Aber irgendwas. Das gibt's nicht. Also ich muss sagen, ich bin von der Variante noch nicht so überzeugt. Und bin mir auch nicht sicher, ob die so funktionieren wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Projekt Falcon nicht doch irgendwie beerdigen möchte. Total doof. So, komm, jetzt mal. Komm
Übrigen. Oh, nicht noch ein Salto, bitte. Das ist doch echt kacke. Ja, Salto. Das ist echt scheiße. Also irgendwas ist da nicht im Gleichgewicht, so wie es sein soll. Überhaupt nicht. Und ich glaube nicht, dass ich die noch sauber nach oben bekomme. Also auch nur ansatzweise. Die dreht sich auch einfach komplett frei, ne? Also es ist... Jetzt geht sie nach unten weg. Super. Total toll. Blöde Rakete. Nicht gut für Christoph, aber naja. Gut. Aber wir bekommen sie witzigerweise immer noch nach oben gepulst. Aber sie hält sich halt gar nicht mehr. Und ich krieg sie, glaube ich, nicht weit genug nach oben, dass ich Christoph da noch lebend rausbekomme. Das können wir mal probieren, aber das wird auch nicht reichen. Ja, dann dreh dich halt zurück. Komm. Los. Steigen, steigen, steigen. Also je mehr Höhe wir kriegen, umso dünner wird die Luft, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding mal stabil bekomme. 40 Kilometer, okay. Vielleicht reicht es noch, dass ich sie nach draußen in die, also aus der Atmosphäre rausgezwirbelt kriege, dass ich Christoph retten kann. Sonst müssen wir versuchen, irgendwie Christoph sein kleines Go-Go-Gadget-Mobil zu landen. Jetzt bleibt doch einfach mit der Nase unten, das gibt's doch gar nicht. Auf jeden Fall sind wir raus ins Weltall. Ab da müssten wir sie gefangen bekommen. So, jetzt kommt weg mit dem blöden Ferry. Licht an und ich hoffe, wir machen das eh schon. Control von hier. Ne, du sollst nicht Retrograde gehen. Du sollst genau das Gegenteil machen. Ja, ganz blöd. Ganz, ganz blöd. Wir haben auch kaum noch Sprit. Sprit, aber wenn wir sie jetzt nochmal gedreht bekommen, können wir ihr zumindest einen kleinen Schub geben nochmal. Dann kann Christoph es mit seinem Sprit in den Orbit schaffen. Wie auch immer das jetzt noch funktioniert hat, das stellen wir jetzt einfach mal nicht weiter in Frage. Komm, halt dich jetzt mal bitte da. Du hast doch ein Triebwerk, was steuern kann. Also das ist irgendwie jetzt schon der dritte Start hintereinander, wo das Ding so Probleme macht. So. Gut, und da wir jetzt nur ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, ich spreng das jetzt mal ab. Oh nee, das war dumm. Das war dumm. Gut, nein. Ich kann den. Los. Echt? Funktioniert das? Nee, tut das nicht, oder? Komm, explodier weg. Danke, überhitzen. Nimm Speed auf, ne? Komm weg, überhitz dich. Schneller. Oh, jetzt klebt es da dran. Also heute. Tag, komma, schlecht. Ah, los. Eva. Kacke, ey. Loslassen. Zack, schnell, schnell, schnell. Alter. Bleib hier, bitte. So. Wo will denn das Ding jetzt hin? Equip. Komm, ran da. Ran, du musst das Ding da reparieren. Und zwar ein bisschen flott, weil du willst noch wohin fliegen. Komm, bleib hier. Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Na komm. Komm, 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 komm. Warum macht das nicht? Warum will er nicht detachen? Oh Mann. Warum will das denn jetzt nicht? Bitte. Die Solarzelle scheint auch kaputt gegangen zu sein. Scheiße. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist nicht gut. Mit dem Ding hier hinten dran werden wir drauf gehen. Mist. Krieg's nicht ab. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, warum es nicht funktionieren will. Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt sind wir erstmal. Activate. So. Was? Du bist doch gerade an Bord gegangen. Warte mal. Habe ich Christoph jetzt geklont? Christoph ist doch da drin. Nee, Christoph ist nicht da drin. Hä? Das ist nochmal Christoph. Christoph kommt zweimal. Jetzt geht's ihm nochmal. Okay, irgendwas ist gerade nicht gut. Es gibt Christoph jetzt dreimal, aber zwei von ihnen werden wohl sterben, würde ich sagen. Ohne Ende ist Christoph. Was für ein Schwachsinn. Da ist nochmal Christoph. Und Christoph sitzt auch noch im Raumschiff drin. Und das ist auch völlig außer Kontrolle. Armer Christoph Kerman. Armer Christoph Kerman. Das könnte eine ziemlich kurze Karriere für ihn werden, aber dafür hat er drei Karrieren hinter sich. Kann ich zu den anderen umschalten? Ja, nicht so richtig. Das ist total eigenartig. Okay, aber... Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Nicht so wirklich. Und ich krieg leider auch nicht genug Hitze aufgebaut, um das zu überhitzen. Und ich kann es auch nicht abschalten. Und ich kann das Ding hier auch nicht stabil halten. Also, weil sobald ich aussteige, ist eh vorbei. Irgendwie. Vielleicht stirbt es ja im Wiedereintritt. So. Jetzt noch mal gucken. So, du bist auf Wiedereintrittskurs auch. Sehr schön. Das heißt, eigentlich können wir hier sagen, Break. Da müssten die Shoots jetzt alle scharf sein. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier Christoph noch gerettet bekommen. Die anderen beiden Christophs werden wohl draufgehen. Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Ich weiß es nicht. Aber das sieht mal nach einem glorreichen Fehlschlag aus. Insgesamt. Also das mit der Greifen. Okay, das war blöd, das hier ranzubauen, aber ich müsste es eigentlich abbauen können. Das wundert mich jetzt ein bisschen. So. Gut, den Wiedereintritt haben wir überstanden. Das ist meine Antenne. Das Ding kommt auch runter. Okay. 11.000. 7.000, okay, wir können uns erstmal angucken, ob das hier funktioniert. Nope, hat es nicht. Okay, aber die Hauptschirme sollten scharf sein. Und sie sind langsam genug. Komm schon raus. Komm. Und geht auf, los. Auf 1000 Meter geht ihr auf. Komm, 1000 Meter. Und geöffnet. Und wir gehen runter auf 10 Meter pro Minute Sekunde, das ist okay. Das müsste... Genau, da kommt der Greifer. Und das hier ist die Probe. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, ob uns vielleicht ein Kopfsprung rettet. Oh Mann, ey. Ich hoffe, da ist mehr oder sowas. Ich hoffe, es ist für dich ernsthaft. Raus da. Oh Mann. Also Christoph, du und deine Crew... Oh, das klang wie Wasser. Vielleicht überlebt das. Ich bremse mal, was der Rucksack hergibt. 40... Meter. Oh. Ach, Gott sei Dank war da Wasser. Okay, also die gute Nachricht ist schon mal, Christoph hat es überlebt. Mit einem weiteren glorreichen Absprung und Jetpacken. Da hinten ist irgendwas übrig von der
von der Pro. Jetzt recovern wir erstmal den Christoph und dann gehen wir mal gucken, was von unserer Falcon übrig geblieben ist, als sie mit 10 Metern pro Sekunde ins Wasser geeiert ist. Na gut, zumindest haben wir die Falcon getestet. Ma. Ready for next assignment. Sehr schön. Das, okay, also das Falcon-Modell muss ich unbedingt sehr, sehr dringend überarbeiten. So, und jetzt schauen wir mal, was hier übrig geblieben ist. Dum, 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 Trommelwirbel. So ziemlich alles, was nicht teuer ist, richtig? Ja, die anderen. Und da kippt es um und ging endgültig kaputt. Schade eigentlich. Okay, es hat es ganz schön zertrümmert. Na gut, also da gab es wohl nicht so viel für zurück. Ich würde sagen, das schreiben wir in die Annalen von Hardcore Köbel mal als einen ziemlich heftigen Fehlschlag rein. Catastrophic Failure trifft es ganz gut, ja. Ist wohl alles ein bisschen kaputt gegangen. Gut, also, ich würde sagen, das Thema Falcon legen wir zugunsten von anderen Wiederverwendbarkeitsprojekten später mal zu den Akten. Und jetzt schauen wir mal, was uns eigentlich noch so an Missionen ins Haus steht. Space Around Minmus, das kommt noch. Wir haben zwei zu retten. Ja, ich würde sagen, dann machen wir nächste Folge mal erstmal die Körbelrettung. Machen wir die Körbelrettung oder fliegen wir nach Minmus? Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall verdaue ich jetzt erstmal diesen kleinen Falcon 9 Fehlschlag. Und Christoph geht erstmal auf die Krankenstation und lässt sich seine blauen Flecke versorgen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.